Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es nochmal um Michael Wendler. Einige hatten sich dieses Video von mir gewünscht und dass ich nochmal ein bisschen was zu seiner Telegram-Gruppe sage, beziehungsweise auch nochmal was zu dem großen Instagram-Livestream. Zu dem Instagram-Livestream habe ich ein Video auf dem Hauptkanal gemacht, deswegen werde ich hier nur ein paar Sätze sagen. Falls euch das mehr interessiert, schaut da gerne vorbei. Ich verlinke euch das Video dann in den Kommentaren und pinne das oben an. Es ist auf jeden Fall dort dann nochmal ein bisschen umfangreicher, was ich da zu sagen habe. Und ich kann nur sagen, dass da viel Schwachsinn dabei war. Da brauchen wir jetzt auch nicht großartig drauf eingehen. Einmal zum Beispiel, dass er behauptet hat, dass Mark Zuckerberg, ich sag trotzdem Zuckerberg, Facebook, also der Facebook-Besitzer, der Instagram auch gekauft hat, aber er hat nicht Instagram gegründet. Das hat aber Michael Wendler behauptet, das ist auch einigen von euch schon in den Kommentaren unter meinem letzten Video aufgefallen, wo ich ja den Upload auch von dem kompletten Livestream für euch hochgeladen habe, also könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen, und das ist auf jeden Fall der Wahnsinn, was er da auch zum Teil von sich gibt, also sehr, sehr krass, und mündet ja dann auch am Ende dann dahingehend in die Richtung, dass er ja auch die Regierung auffordert, zurückzutreten. Und es ist natürlich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Wie gesagt, wenn euch das noch mehr interessiert, schaut bei dem Video auf meinem Hauptkanal vorbei. Hier soll es jetzt erstmal um die Telegram-Gruppe und allgemein um seine psychische Verfassung gehen. Das macht mir nämlich wirklich ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Eine ganz große Sache ist ja jetzt auch die Trennung von seinem Manager, Markus Kampe. Und der ist ja auch der Manager von der Laura Müller, seiner Frau. Und das könnte Nachwirkungen auch nach sich ziehen für die Ehe. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass Laura auch immer mehr sich Gedanken macht über Michael Wendler bzw. über die Beziehung. Denn der hat ja jetzt seine ganze Karriere mehr oder weniger in Deutschland zumindest an die Wand gefahren. Und er hatte ja sehr gute Deals mit RTL, Shows, Werbeverträge, unter anderem mit Kaufland und Co. Also es lief ja wirklich ausgesprochen gut, und viele haben mit ihm geworben, und das waren natürlich auch horrende Summen am Start, und man hat sich natürlich auch gefragt, warum hat er das Ganze jetzt gemacht. Für den Manager ging das dann so weit, dass er jetzt sich getrennt hat von Michael Wendler, weil er sich nicht gebessert hat, finde ich auch vollkommen verständlich. Und das ist natürlich bei Michael Wendler jetzt nicht so gut angekommen, und der hat sich bei Telegram auch nochmal dazu geäußert, und das möchte ich euch hier auch nicht vorenthalten. Markus Kampe hat heute mein Management niedergelegt, leider ohne dieses mit mir vorher zu besprechen oder anzukündigen. Das hat er ja schon zweimal in der Vergangenheit getan. Dass es ein drittes Mal passiert, finde ich sehr bedauerlich, weil er ganz genau weiß, in welcher Situation Deutschland ist und auch die Welt. Ich hoffe, dass es einige unter euch gibt, die Markus Kampe mal kontaktieren und ihm vielleicht klar machen, auf wessen Seite er sich gestellt hat. Ziemlich krass, wie er da auch seine Fans auffordert, seinen ehemaligen Manager jetzt böse Briefe zu schreiben. Also das ist dann schon ziemlich hardcore, muss ich sagen. Das hat, finde ich, der Manager auch nicht verdient, denn er hat ja wirklich auch bei Oliver Pocher nochmal ziemlich Partei ergriffen für ihn, beziehungsweise sich auch selbst Sorgen gemacht. Und es kam eigentlich auch relativ authentisch einem rüber. Und es war natürlich einfach auch ein Griff ins Klo, was Michael Wendler einfach angerichtet hat mit seiner Karriere, in Anführungsstrichen. Aber er hat gutes Geld verdient, er war wieder auf dem Weg nach oben, mehrere Shows. Das Management hat ja auch bei Oliver Pocher gesagt, hätte er jetzt das nächste Jahr durchgehasselt und die ganzen Verträge wahrgenommen, die schon festgestanden haben, dann hätte er ausgesorgt, also wahrscheinlich mehrere Millionen verdient. Und das ist dann halt schon ziemlich krass, dass er sich das da durch die Lappen jetzt gehen lässt und natürlich auch seine Beziehung und seinen Fortbestand natürlich in Zukunft weiterhin auch erschwert, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt sonderlich viele Verträge noch bekommt, und auch in Deutschland mit den Auftritten ist er jetzt momentan auch schwierig durch Corona und Co. Also von daher wird das sehr, sehr krass wahrscheinlich für ihn, aber es ging natürlich auch noch weiter in seiner Telegram-Gruppe. Es waren sehr viele Postings, wo er einfach nur irgendwelche Videos und Seiten postet und welche Artikel. Eva Herrmann, Attila Hildmann und solche Leute sind natürlich auch immer mal wieder dort auch Gegenstand in dieser Telegram-Gruppe. Allerdings gab es auch eine weitere Nachricht, die ich hier einfach mal als Beispiel euch zeigen will. Es sind mehrere Voice-Nachrichten von ihm im Umlauf, wo er natürlich auch länger was zu den Ereignissen sagt, die halt momentan so abgehen. Aber
Ich wollte jetzt einfach mal eine etwas kürzere euch zeigen, damit ihr ungefähr wisst, was er da zu sagen hat und was er dort einfach so für einen Blödsinn auch von sich gibt. Ganz liebe Grüße nochmal aus den USA nach Deutschland. Hallo ihr Lieben. So, die Dinge liegen auf dem Tisch, die Beweise auch. Und man muss eigentlich unterm Strich sagen, entweder ist die Bundesregierung komplett verrückt geworden, insbesondere Frau Merkel, oder, und davon bin ich überzeugt, ganz klar kriminell. Denn was hier jetzt gerade passiert und was am Mittwoch vor allen Dingen als Gesetz verabschiedet werden soll, ist die komplette Zerstörung des Grundgesetzes. Und das darf auf keinen Fall passieren. Es ist ganz klar, dass die Bundesregierung uns alle angelogen hat und noch immer anlügt. Und leider sind viele Medien auch beteiligt, die weiterhin daran festhalten, dass die Pandemie existiert und die Maßnahmen unbedingt umgesetzt werden müssen. Es reicht. Es reicht wirklich. Und ihr müsst das auch erkennen. Ich denke mal, ihr habt das, sonst wärt ihr jetzt nicht hier bei Telegram und würdet euch wahrscheinlich informieren. Aber viele andere, die schlafen immer noch. Dabei läuten die Glocken so laut, dass man wirklich sie nicht mehr überhören kann. Und es ist wirklich jetzt höchste Zeit. Höchste Zeit, mit dem Schluss, mit dem Wahnsinn aufzuhören. Schluss zu machen. Mit den Maßnahmen, mit der Pandemie, mit diesem Corona-Wahnsinn. Es ist irre. Stoppt sofort den Wahnsinn. Diese Art Geschwurbel, müsst ihr euch in etwa vorstellen, wird dort geteilt und das auch zuhauf mit Links von auch Attila Hildmann und welchen Sprachnachrichten von Eva Herrmann, Attila Hildmann und Co. Und gerade Attila Hildmann sollte man meiden und auch hinterfragen, auch wenn man eine Merkel nicht mag, und ich finde sie auch kritisch, also finde sie auch nicht cool und nicht sympathisch. Allerdings was dort teilweise für ein Blödsinn erzählt wird. Attila Hildmann hat wirklich Angela Merkel mit Adolf Hitler verglichen, und solche Nummern gehen einfach nicht. Ja, und wenn sich irgendwelche Leute auf irgendwelchen Demos Judensterne auf die Jacke knallen, dann ist das einfach auch geschmacklos. Und wenn man die neuen Gesetze mit dem Ermächtigungsgesetz vergleicht, dann hinkt da auch einiges. Das ist einfach von den Vergleichen unpassend und nicht cool. Ja, und das sollte man auch, wenn man ein Geschichtsbuch in der Hand hatte, und jeder musste ja mal auch den, wenn man eine Schulbildung genossen hat, eigentlich mehrfach auch durch die Geschichte oder durch die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945 durchgehen im Geschichtsunterricht oder Sozialkundeunterricht oder auch im Deutschunterricht und so weiter und so fort. Das wurde ja bestimmt für jeden mehrfach durchgekaut, und wenn man dann so einen Blödsinn von sich gibt und solche Vergleiche aufstellt, dann ist das einfach nicht mehr in Ordnung und auch scheiße, und dann sollte man auch dagegen was sagen. Das will ich hiermit auch nochmal getan haben. Ich bin auf eure Meinung jetzt sehr gespannt. Verteile ich mich vielleicht auch ein bisschen in den Kommentaren. Ich glaube, es wird wieder einige Leute auch anlocken, dieses Video, die man nicht so gerne um sich hat. Von daher, wie gesagt, kritisch sein ist immer gut. Sich gegen Sachen auch aufbäumen in gewissem Maße ist auch in Ordnung. Ich finde es vollkommen legitim, auch mal auf die Straße zu gehen, wenn man wirklich dafür ist, was zu ändern, oder wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Allerdings, so wie das momentan passiert, auch mit dieser Gewalt, mit dieser ganzen Aggression, zum Teil ist das einfach nicht cool. Und das sollte dann auch immer wieder gesagt werden. So viel dazu. Sagt eure Meinung gerne hier in den Kommentaren. Für mehr Trash, ja, dann geht es wieder mehr um lustige Themen und trashige Themen. Bleibt bitte hier am Ball und lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Bis bald und ciao, ciao.